Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zurück. Heute zeige ich euch, wie man eine Socke von der Spitze abstrickt, und zwar mit einer Bandspitze. So sieht das Ganze aus. So schaut es dann aus. Ich muss sagen, es macht echt Spaß. Ich finde es echt cool. Vor allem, man kann echt gut reinschlüpfen. Muss ich sagen, also so zum Anprobieren, wie lang der Socken noch werden muss oder so, ist es wirklich prima und macht auch echt Spaß, weil es auch einfach mal Abwechslung ist, als immer nur vom Bündchen anzufangen. Und es ist wirklich einfach. Also vielleicht am Anfang beim Anschlag, das kann ein bisschen knifflig sein, wenn man zu fest anzieht, aber das werde ich euch jetzt gleich alles zeigen. Und dann bekommt es jeder bestimmt ganz schnell hin. Also legen wir los. Gut, ihr Lieben, dann starten wir mal. Ich habe schon mal die erste Masche gemacht auf einer Nadel, denn der Anschlag hierbei ist anders als normal. Wir schlagen gleich mit zwei Nadeln an. Ihr nehmt die so zueinander. Der Faden, der zum Wollknäuel führt, ganz normal, den nehmt ihr hier an den Zeigefinger und den anderen nehmt ihr hier um den Daumen. Jetzt ist es so. Hier ist die obere, hier ist die untere Nadel. Ihr geht jetzt mit dem Faden vom Zeigefinger unter den Nadeln durch und von unten in die Mitte rein über die untere Nadel. So. Dann nehmt ihr den Faden vom Daumen. Hier kommt von unten in der Mitte raus und schlingt ihn über die obere Nadel. Dann geht ihr wieder mit dem Faden vom Zeigefinger unter den Nadeln durch. Unter der unteren kommt ihr hervor und geht in die Mitte. Das macht ihr, bis ihr 8 Maschen habt, so wie am Ende ja auch, haben wir auch 8 Maschen im Normalfall. Auf jeder Nadel 2. So, dann wieder mit der hier, mit dem Faden vom Daumen, kommen wir in der Mitte hoch und gehen einmal über die obere Nadel nach hinten. Dann mit dem Faden vom Zeigefinger gehen wir von unten über die untere Nadel in die Mitte. Dann mit dem Faden vom Daumen wieder von der Mitte nach oben über die obere Nadel und noch einmal der Faden vom Zeigefinger. So. Und hier unten, wenn ihr das Ganze umdreht, schaut es dann so aus. Da könnt ihr euch dann ein Knötchen machen, wenn ihr wollt. Was heißt, wenn ihr es braucht. Also ich werde es mir machen, einfach zur Sicherheit, damit mir nichts flöten geht. So. Ich bin ein Fan von Knoten. Ich glaube, das hat man schon gemerkt. Ich gucke immer, entweder mache ich Knoten, den ich wieder aufmachen kann, oder wenn es was ist, wo man den Knoten später eh nicht sieht, mache ich auch einen, den man nicht mehr aufmachen kann. Gut, dann geht's los mit dem Stricken. Wenn ihr wollt, könnt ihr euch jetzt schon eure Maschen auf 4 Nadeln aufteilen. Das könnt ihr machen, wie es euch am besten passt. Jetzt werden erst einmal auf jeden Fall die 8 Maschen einmal abgestrickt. Einfach alle 8 Maschen rechts stricken. Einmal. Das kann ein bisschen fummelig sein, vor allem wenn ihr fest angezogen habt. Ich bin ja auch jemand, ich ziehe gerne etwas fester an. Aber im Normalfall bekommt man schon den. Nur eben, ja, diese eine Nadel, die winkt hier jetzt halt ein bisschen. Aber ich denke mal, alle rechts stricken, das müsst ihr ja nicht zu genau mitsehen, das könnt ihr sowieso. So. Und dann noch die zweite Nadel auch noch. Und
und 4. So, jetzt geht's los mit den Zunahmen. Und zwar die erste Masche wird ganz normal rechts gestrickt. Aus der zweiten Masche wird jetzt ein KFB herausgestrickt. Wie man ein KFB und auch ein KBF macht, habe ich euch schon mal gezeigt. Da gibt es ein ausführliches Video dazu. Also wenn ihr noch nicht ganz genau wisst, was das ist, oder wenn ihr euch noch nicht ganz sicher seid, schaut euch erst dieses Video an. Da erkläre ich euch wirklich alles drinnen. Und dann klappt das. Dann haben wir jetzt die Masche vor der letzten Masche hier. Da machen wir ein KBF. Na, so, dann halt so. Einmal. Zweimal. Und die letzte wird einfach nochmal rechts gestrickt. Und auch hier die erste Masche ganz normal rechts stricken. Aus der Masche nach der ersten Masche ein KBF. Ein KFB, Entschuldigung. So. Aus der Masche vor der letzten Masche dann ein KBF, so rum. Und die letzte Masche wird dann ganz normal rechts gestrickt. So. Ich hoffe, ihr habt es gut genug sehen können. Gut, dann sind wir wieder beim runden Anfang. Merkt euch einfach, wo ihr hier euer Dingchen habt, euren Faden, euren Endfaden. Und fertig. Und jetzt wieder dasselbe. Die erste Masche rechts stricken, aus der zweiten Masche dann ein KFB, nun einfach die Maschen hier dazwischen rechts stricken bis zur vorletzten Masche, aus der vorletzten Masche dann wieder ein KBF. Und die letzte Masche wieder rechts. Dann hier rüber. Die erste Masche wieder rechts stricken. Aus der zweiten Masche ein KFB stricken. Dann alle Maschen bis zur vorletzten Masche rechts stricken. Aus der vorletzten Masche stricken wir ein KBF. Habe ich das Wort richtig gesagt? Hier KFB, ne? Am Anfang. Das hier ein KBF. Ich werde jetzt auch relativ schnell auf 4 Nadeln wechseln und die letzte Masche rechts stricken. Also, dann sind wir wieder am Anfang. Also, erste Masche rechts, zweite Masche KFB. Alle Maschen bis zur vorletzten rechts, die vorletzte ein KBF und die letzte rechts und auf der anderen Nadel auch. Wenn ihr aufteilt auf 4 Nadeln, denkt dran, trotzdem diese
dann immer sind dann dieses, diesen Rapport oder diesen Vorgang, der geht dann halt über zwei Nadeln. Das macht ihr jetzt so lang, bis ihr circa 2/3 eurer Maschenanzahl habt. Also ich brauche 64 Maschen insgesamt, also mache ich das jetzt so lange, bis ich circa 40, 42 Maschen habe. Ich muss gucken. So lang mache ich das jetzt erstmal und über jede Reihe. Und wenn ich das gemacht habe, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, ihr Lieben. Ich habe jetzt die Zunahmen gemacht. So über 2/3 ungefähr. Wenn ihr die Ferse etwas spitzer haben wollt, macht ihr einfach so weiter, bis ihr eure Maschenanzahl habt. Möchtet ihr sie etwas flacher, dann macht ihr diese Abnahme über jede Runde nur so lang, bis ihr ungefähr die Hälfte eurer Maschen habt. Jetzt wird in jeder zweiten Runde zugenommen. Und zwar so lange, bis euch noch 4 Maschen fehlen zu eurer benötigten Maschenanzahl. Das heißt, dann fehlt euch noch eine Zunahmerunde, weil in jeder Zunahmerunde nehmt ihr ja 4 Maschen zu. Das heißt, ihr strickt jetzt immer eine Runde dazwischen, ganz normal glatt rechts, dann eine Zunahmerunde, dann wieder eine Runde glatt rechts und so weiter. Bis euch nur noch 4 Maschen fehlen, also eine Zunahmerunde. Dann strickt ihr 2 Runden glatt rechts und dann macht ihr eure letzte Zunahmerunde. Und dann ist die Spitze fertig. Ihr seht, also so schwierig ist es gar nicht. Ich denke mal, das muss ich euch jetzt nicht nochmal zeigen, weil wie die Zunahmerunden gehen, wisst ihr ja. Und ich würde das jetzt mal machen, bis meine Spitze fertig ist und dann melde ich mich gleich nochmal bei euch. Gut, ihr Lieben. Ich bin fertig, meine Spitze ist fertig, ich habe meine benötigte Maschenanzahl und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt könnt ihr einfach eure Runden stricken, so bis der Socke so lang wird, wie ihr ihn braucht. Ihr könnt auch zwischendrin reinschlüpfen, funktioniert auch ganz wunderbar, muss ich sagen. Ihr könnt natürlich zum Beispiel hier bei den Zunahmen könnt ihr auch den KFB und den KBF wechseln. Ihr könnt es natürlich auch andersrum machen, nicht so wie ich das gemacht habe. Und ja, das war es eigentlich schon. Damit hätten wir es für heute. Mir hat es wieder ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe, ich konnte es euch gut genug erklären und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachmachen, beim Ausprobieren und beim Üben. Habt noch einen ganz schönen Tag. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann, ciao!